Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu meinem allerersten COH2 Replaycast. Ja, der Anlass ist hierfür das Gofor COH2 Turnier, was jetzt zum ersten Mal am 4. Januar 2016 stattgefunden hat. Und ich habe überlegt, na dann nutze ich doch mal die Gelegenheit und versuch mich mal daran, was zu casten, denn die Spiele werden ja leider nur im Englischen gecastet. Zwar sehr gut, aber halt nur im Englischen. Da habe ich gedacht, vielleicht will der eine oder andere es ja auch mal nur auf Deutsch hören. Zu sehen ist hier ein Spiel zwischen Jesolyn in der oberen Hälfte als Amerikaner und Barton in der südlichen Hälfte als OKW-Spieler. Sofort geht es auch hier auf die Fuel Points. Also in dem Sinne nichts Besonderes. Doktrinen wurden auch noch keine gewählt. Auf die Doktrinen gehe ich vielleicht später nochmal ein oder jedenfalls auf die, die dann gewählt wird. Ja. Kappt hier auch Kannst du schön mir Box außen, also 3 bitte nicht einfach den anweisen? Befehl draufgesetzt und dann kappt nämlich immer in der Mitte, sondern stellt sich gleich außen hin, wahrscheinlich damit er hier gleich zumachen kann oder in das Haus gehen kann, weil das Haus ist extrem wichtig. Die Karte wurde ja überarbeitet, wie die meisten sicherlich mitbekommen haben, dass ja das Haus in der Mitte fehlt hier zum Beispiel. Und stattdessen ist jetzt das dahin gerückt, was ziemlich stark sein kann, wenn der nördliche Spieler dann in das Haus reinkommt. Er nutzt das auch gleich aus, geht rein. In der Zeit hat Jesselyn jetzt hier den Punkt gekappt, hat auch schon abgedrahtet die Deckung. Also die hätte er vielleicht nicht abdrahten können, weil es ist halt grüne Deckung, ohne den Punkt einzunehmen, aber die bringt halt nicht so viel. Aber gut, immer ein bisschen was. Der erste Kampf in der Mitte findet jetzt statt. Barton steht hier mit seinen Volksgrenadieren eigentlich in einer ganz guten Deckung. Sollten den Kampf eigentlich auch lange durchhalten können. Jetzt kommt natürlich der zweite Trupp, der ändert natürlich alles. Jetzt muss Barton aufpassen. Aber der erste Schützentrupp hat schon ziemlich viel Schaden gefressen von Jesolyn. Flankt jetzt aber, wobei er jetzt wieder zurückgeht, weil er da keine Sicht hat. Hier schießt aber auch nur ein Model, also es wird jetzt nichts Großes hier passieren. Jesolyn nimmt jetzt aber trotzdem den Punkt ein. Barton bleibt aus irgendeinem Grund in dem Haus drin. Wahrscheinlich hat er Angst, dass er irgendwie flankiert wird und das Haus eingenommen wird, weil wie gesagt, es ist wirklich extrem wichtig, das Gebäude auf dieser Karte. Aber dass er jetzt so langsam bleibt, finde ich ein bisschen unverständlich. Auch hier relativ passiv. In der Zeit geht Jesselyn mit seinem Etappentrupp rum und kappt die ganze westliche Hälfte der Karte. So, jetzt muss Barton aufpassen. Seine Truppe extrem auseinandergenommen. Aber auch der Schützentrupp hat relativ viel Schaden gefressen. Muss jetzt aber auch aufpassen. Was wird jetzt hier gebaut? Na, Volksgrenadier-Spam. Okay, das ist jetzt nichts unbedingt Neues. Hier kommt jetzt schon der Lieutenant. Keine schlechte Wahl, wenn man gegen OKW spielt an sich. Vor allem, wenn der Schützenwagen relativ schnell kommt, kann der schon arg nerven. Gerade für den OKW-Spieler. Den Kampf würde er wahrscheinlich verlieren, deswegen zieht er sich jetzt auch richtig zurück. Gut erkannt. Ja, im Moment ist nicht so viel los. Jetzt geht Barton zum ersten Mal auf den Fuel Point des Gegners. Geht auch gleich wieder raus und baut sich hier eine Sandsackstellung hin. Mal gucken, ob die zu Ende baut. Ich denke mal schon, dass er die zu Ende bauen wird. Wird somit das Fuel von Jesselyn decappen. Ob er selber cappen wird, glaube ich, also das wage ich zu bezweifeln. Das wird er, denke ich mal, nicht schaffen. Aber es ist schon mal ein kleiner Vorteil. So, jetzt ist das Versorgungsfahrzeug geholt. Das kann man jetzt seit dem Rework auch selber holen. Man muss nicht mehr darauf warten, dass es von selbst kommt. Bin mal gespannt, was es werden wird. Ich denke mal, ein T3 wird es werden, also mit Puma Lux und so weiter. Kann ich natürlich auch irren. Ja, den Kampf wird er ja auch verlieren. Vielleicht nochmal ins Haus gehen. Müsste er sich überlegen. Ja, wird er auch gehen, aber trotzdem. Er nimmt den Punkt sogar. Nee, schafft er nicht. Muss er jetzt zurückziehen. Hat keinen Sinn, jetzt weiter zu kämpfen. Wird er nur verlieren. Ja, macht er trotzdem. Verliert so unnötig Models. Hätte er nicht haben müssen, aber naja, gut. Wie er möchte. In der Zeit wurde jetzt auch wieder mal die Mitte von Barton eingenommen. In dem Haus steht, glaube ich, nach wie vor dieser eine Volksgrenadiertrupp seit Anbeginn des Spiels drin. Ja, ob das so eine ideale Nutzung der Ressourcen ist, weiß ich nicht. Wage ich zu bezweifeln, aber gut. So, der Lieutenant ist mittlerweile auf dem Feld. Macht doch ordentlich Schaden gegen die Sturmpioniere oder so. Aber auf die Reichweite können die natürlich überhaupt nichts machen mit den Sturmgewehren. Gar nichts. Oh, ein MG-Trupp. Das heißt, wir haben erstmal ein Nutzfahrzeug M20, wie ich gesagt hatte.
Ich hoffe, ich habe es gesagt. Genau, das kann relativ stark sein zu dem Zeitpunkt des Spiels, so ab Minute 4, 5. Hier kam auch das T3 jetzt hoch, wie ich es auch mir gedacht hatte. Denke mal, wird ein Lux bauen. Lux ist im Moment sehr, sehr stark, weil man sehr schnell aufs Spiel bringen kann. Und ein MG42, das heißt, er hat eine Doktrin gepickt, und zwar die Luftwaffen-Boden-Doktrin. Sollte ja hier bekannt sein, Fallschirmjäger, MG34, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Eine relative Standard-Doktrin vom OKW. Sondern mit der Hilfe des MGs konnte jetzt auch der Lieutenant zurückgedrängt werden. ADM20 setzt jetzt den Volksnadieren, die jetzt eine Schreck haben, sehr zu. Blöderweise ging der erste Schreckschuss sofort auf den Schützentrupp und nicht auf das M20. Hat er vielleicht ein bisschen schlecht gemanagt, hätte er besser machen können. Aber gut, trotzdem zieht er sich zurück, sicher ist sicher. Jetzt wird hier eine Flanke gelaufen gegen dieses Haus, was den Fuelpoint schützt. Aber die sind schon relativ angeschlagen, die Schützen. Könnte auf alle Fälle mit Verlusten verbunden sein. Es ist auch keine Nades getaggt oder irgendwas anderes. Gar nichts in der Hinsicht. Das wird er wahrscheinlich schaffen. Okay, jetzt kommen wir ins M20. Hat aber Glück gehabt, dass er nicht mehr Models verloren hat. Oh! Oh! Okay, das hätte ich nicht gedacht. Der M20 ist reingefahren und sofort das ganze Gebäude kaputt gegangen und hat natürlich den Trupp unter sich begraben. Wow, okay. Er hat doch gerade geschrieben, bei einem anderen geschrieben, seriously, hätte er selbst nicht mit gerechnet. Hier wieder einen Trupp im Haus, der nichts tut, finde ich nicht so gut. Genauso wenig wie hier unten. Also er ist mir jetzt ein bisschen zu sehr, also Bart ist mir ein bisschen zu sehr in den Häusern aktiv und macht eigentlich da sonst weiter nichts. Das MG ist relativ schlecht, weil... Ah, wobei, doch, kann sehen... Ganz kurz meinen Kicknehmer einschalten. Ja, wundert mich nicht genau, er kann eigentlich nichts sehen. Komisch, dass er da gerade was gesehen hat, naja gut. Also hier ist eigentlich ein relativ schlechter Spot, weil hier die Hecke halt ein Sideblocker ist. Ebenfalls ist ein MG von Jezzelin. Steht aber da in Deckung, also sollte es eigentlich schaffen, nicht sofort gepinnt zu werden. Aber es ist immer ein bisschen eine Sache so bei CO2, wenn der ein Model nicht in grüner Deckung steht, wird meistens gleich der ganze Trupp gepinnt. So, wie sieht's mit den Techs hier aus? Nö, nö, nö. Alles noch nichts Besonderes. Jetzt ist aber der Lux auf dem Feld von Barton. Er ändert sich die Sache natürlich schlagartig, weil er hat keine Antitank auf dem Feld. Die einzige Antitank, die er prinzipiell, also möglicherweise hätte, wäre die Besatzung mit ihrer Besucher vom Nutzfahrzeug. Aber ob das ein potentes Mittel gegen den Lux ist, wage ich zu bezweifeln. Jetzt wird hier auch die Flanke gegen das MG gefahren. Zieht er ein bisschen zu spät zurück, hätte er früher merken müssen, aber die sind... Naja, wobei, könnte noch was werden, wenn er jetzt hinterher setzt, könnte er machen. Ja, und da ist es down. Hier sehr unsauber hingestellt, in roter Deckung. Nicht verteilt, eigentlich nicht sehr gut. Das MG steht auch sehr defensiv, aber gut. Er möchte jetzt seinen Fuelpunkt bewahren. Hat er auch ganz gut gemacht, also bis jetzt Double Fuel für Barton. Praktisch ist es nur eins, weil er hier gecut-off wurde. Aber immerhin ist es kein Fuel für Jezzelin. So, Jezzelin fährt jetzt mit seinem M20, was immer noch lebt, glücklicherweise, auf den linken Victory Point zu und schießt die Sturmkanadier ganz schön, der Sturmpioniere ganz schön runter. Muss aufpassen, die haben nur noch wenig Leben, die gehen dann richtig schnell runter. Ja, aber sehr, sehr vorsichtiges Spiel von den beiden mit ihren leichten Fahrzeugen. Wahrscheinlich fürchten sie Minen oder eine versteckte Pack oder irgendwas. Sie wollen einfach ihre Fahrzeuge nicht verlieren. Hier wieder mal ein schöner Trupp drin, der nichts macht. Könnt ihr hier einfach mal einnehmen, dann Sandsack stellen. Macht er nicht. Gut. Auch mit dem MG. Nicht kappen, sondern stehen und warten. Finde ich ein sehr, sehr statisches Spiel bis jetzt, muss ich sagen. So, jetzt kommt das T2 nach. Kommt der Backtech von Barton. Ist natürlich wichtig, weil man sieht, dass seine Einheiten sind extrem, haben extrem wenig Lebenspunkte und das rächt sich natürlich dann später, weil dann die Einheiten halt richtig schnell runtergeschossen werden. Von daher ist es jetzt wichtig, nochmal einen Heal zu haben. Hatte auch keinen Wett 1 auf seinem Sturmpionier, deswegen konnte er auch keine medizinischen Vorräte abwerfen. Also von daher alles richtig. Das MG erweist sich jetzt eigentlich als ganz gut, steht da ganz gut. Vielleicht ist doch auch Jason ein bisschen... blauäugig da reingelaufen. Jetzt wird der Trupp auch noch gepinnt. Hätte er vielleicht hier über die Flanke gehen sollen und versuchen von hinten an das MG ranzukommen. Er wusste ja, dass es da steht, mehr oder weniger. Von daher wundert mich diese Aktion ein bisschen. Hier steht hier immer noch rum, macht weiterhin nichts. Ein zweites MG jetzt von Barton. Und wir haben jetzt auch eine Doktrin von Jezzelin, sehe ich gerade. Die taktische Unterstützungskompanie ist ja auch relativ neu.
Oh, jetzt hier der Kampf zwischen dem M20 und dem Lux. Der Lux für sich entscheiden sollte. Okay, schafft er auch, aber der zieht sich einfach zurück. Jason nimmt immer den Hauptmann, also jetzt T3 getaggt. Denke ich mal, da wird auch der Stuart nicht lange auf sich warten. Ja, da ist er am Bau. Genau. Ist gar nicht mehr so der gute Konter gegen den Lux. Also, er kontert ihn schon, aber der Lux ist nicht vollkommen machtlos. Also, wenn man ihn gut einsetzt, kann der auch durchaus gegen einen, Stuart bestehen. So, jetzt kappt er mittlerweile mal mit seinem MG-Trupp, wird doch langsamer Zeit. Was ich sagen wollte, genau, die taktische Unterstützungskompanie, eine der neueren Doktrinen, ich glaube Anfang Dezember rausgekommen, mit der Calliope und dem M1919-Gewehr. Eigentlich eine ganz potente Doktrin, gerade auch im 1 gegen 1. Ich bin gespannt, ob er ihn Calliope einsetzt und wie er ihn einsetzt. Dürfen wir gespannt sein. So, da ist jetzt der Stuart auf dem Feld. Aber auf Seiten Bartens haben wir jetzt auch natürlich auch schon zweimal Schreck-Volksgrenadiere und eine Panzerpackung noch hinten ran gebaut. Also der wird kein leichtes Leben haben, der Stuart. Mittlerweile sind auch die ersten M1919 ausgegeben. Hat er eigentlich jetzt auch vielen Trupps gemacht. Macht auch Sinn, macht die Schützen um einiges stärker. Hier wäre auch fast der Vogt gekommen. Und der Stuart begibt sich jetzt auf Jagd nach dem Lux. Hat keinen Schaden gemacht, hat aber natürlich gleichzeitig von dem Raketenwerfer ordentlich gefressen. Vielleicht manuelles Feuer. Könnte funktionieren. Nee. Genau im falschen Moment gemacht. Hier wurde eingenebelt. Deswegen zieht der, kommt das Nutzfahrzeug auch ungeschoren davon. Das MG ist mittlerweile hier drin. Macht seinen Job eigentlich ganz gut. Müsste jetzt das Feuer darauf lenken. Ja, macht das auch sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr seht, der Lux kann schon was gegen den Stuart machen. Da kann man nicht einfach nur reinfahren und sagen, okay, der gewinnt jetzt quasi den Fight für mich, der Stuart. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Hier stehen jetzt Einheiten von Jessel in der Mitte rum, untätig. Hat er jetzt wahrscheinlich auch selber gemerkt. Greift jetzt auch wieder an. Richtige Entscheidung. Kommt jetzt eine Pack oder so? Er hätte die Ressourcen für eine Pack. Oder für eine Haubitze. Muss er sich überlegen. Ich wäre eher für die... Ja, wobei, die Haubitze kann nicht schlecht sein, weil Barton halt sehr viel in Häusern gerade spielt. Mit Häusern spielt. Und so eine Haubitze kann auch schon ordentlich Schaden machen, weil die relativ viel Splash-Damage auch macht. Also mehr Splash-Damage. Boah, Flächenschaden heißt das. Zu Deutsch. Als das deutsche Infanteriegeschütz. So, jetzt werden auch mal die ersten Minen gelegt, jedenfalls die erste, die ich jetzt so sehe. Wird auch langsam mal Zeit, ist auch richtig so, wenn er reinläuft und kappen, wird er erstmal von der Mine begrüßt werden, Jessalyn. Ja, da wird jetzt relativ wenig passieren bei dem Kampf. Ja, jetzt müsste er vielleicht das Feuer kurz mal wechseln, kurz rüber. Ja, genau, er wechselt auch das Feuer, richtig so. Hat aber relativ wenig Schaden gemacht, ist auch vielleicht nur ein Streifschuss gewesen. Ja, der M20 wird das halt immer nutzloser, ne? Also er hat, wie gesagt, jetzt mittlerweile drei Volksgrenadiere mit Panzerschrecks ausgerüstet und halt eine Panzerabwehrkanone. Das könnte auch bald ein Lux kommen. Also mal gucken, wie weit er das T3 ausspielt. Von daher wird er jetzt mit seinem M20 nur noch an den Flanken ein bisschen ärgern können. Aber selbst das nicht mehr richtig, weil, wie gesagt, selbst die Volksgrenadiere haben mittlerweile ihre Panzerschrecks. Und das wird dann schon recht schwer für die. So, ja, die hast du nochmal einen reingewirkt. Ich frage mich gerade von wo. Wahrscheinlich von dem Trupp. Das war dann so ziemlich gut platzierte Panzerschreck gewesen. So, die sollte man bis mal nach vorne schicken. Ja, macht er jetzt auch, aber halt sehr, sehr langsam im Tarnmodus. Jetzt stehen lassen. Ja, aufpassen, dass er ihn jetzt nicht verliert. Das wäre ärgerlich. So, jetzt schießt sie. Sehr gut. Fällt natürlich raus. Er könnte jetzt hier die panzerbrechenden Geschosse einsetzen, hätte er längst machen müssen. Naja, wahrscheinlich, er war gepinnt. Hätte wahrscheinlich eh nicht so gut funktioniert. Den Kampf, ja, den wird er verlieren, weil das Haus, das kriegt er einfach nicht down. Er hätte natürlich eine Granate reinwerfen können, aber wieso, den Kampf wird er wahrscheinlich eh verloren. Richtig, dass er sich da zurückzieht. Lieber nochmal neu auffrischen und dann vernünftig da oben angreifen. Er hält ja auch gerade, jetzt hätte er gerade wieder, Jessalyn wieder zwei Punkte von den VP sieht es auch gerade sehr, sehr gut für Jessalyn aus. Er hat gerade mal 11 VPs verloren, währenddessen Barton schon bei 284 Punkten ist. Aber es ist immer noch mehr als genug, also er muss sich jetzt noch keine Sorgen machen. Langsam sollte er sich aber trotzdem mal Gedanken über seine VP machen, aber noch ist da alles im grünen Bereich. Ja, der Trupp ist da weiterhin drin, wird da ordentlich Ärger machen, vor allem weil hier auch die grüne Deckung abgedrahtet wurde von Jessalyn. Da gut gemacht, das muss er sich mit gelber Deckung begnügen, aber ich denke,
um den Punkt zu negieren, wird es auf alle Fälle reichen, wenn nicht sogar ihn einzunehmen. Merkt jetzt auch der Stuart. Fährt er jetzt hin, will er Stress machen. Lux fährt auch hin. Das könnte auch interessant werden. Hier vielleicht jetzt mal abdrahten noch, eine Mine legen. Könnte alles machen, macht er aber nicht, leider. Hier steht auch ein Trupp in der Gegend rum, aber gut. Das wird sehr knapp, das wird sehr knapp. Der könnte jetzt drauf gehen. Ja, das MG müsste doch einmal feuern. Das könnte funktionieren. Na, nee. Das MG ist eigentlich gar nicht mal so schlecht darin, Einheiten zu fucken. Das kann eigentlich ganz gut. Aber da hat auch mal der Stuart extrem Glück gehabt, dass er rausgekommen ist. So, okay. Wir sind genau aussteigen lassen, reparieren. Und dass die Mine. Hat aber sehr viel Glück gehabt. Er hat einen erwischt. Den hat zwar richtig erwischt. Aber halt dafür nur ein Model. Kann er sich glücklich schätzen bei. Ja, der wird noch rauskommen wieder aus dem Radius. Jessel macht jetzt hier sehr, sehr viel Druck auf der östlichen Seite oder auf der oberen Seite. Ich weiß nicht, ob man das so Norden, Osten, Süden, Westen ausdrücken kann. Wird jetzt, denke ich mal, auch den Fuelpunkt von Barton einnehmen. Ja, hier sind doch jetzt die Minenräumer und Minendetektoren ausgegeben worden. So, der Lux ist jetzt hier, hat gemerkt, okay, da ist keine Panzerabwehr auf der Seite. Kann ich eigentlich mal hingehen und das... Und da ein bisschen Druck machen, aber es hat nicht gereicht. Sie haben den Punkt noch eingenommen. Jetzt ist Jessalyn wieder, hat Jessalyn wieder 2 VPs und der Ticker geht weiter gegen Barton. Also Barton soll sich langsam mal echt Gedanken machen über seine VPs. Hat bald nur noch die Hälfte seiner VPs übrig. So, Puma ist jetzt mittlerweile auf dem Feld, also habe ich mir gedacht, er spielt ein langes T3. Aber war jetzt noch nicht groß im Einsatz. Ne, hat jetzt ein bisschen Schaden, wahrscheinlich aber nicht viel. Der letzte Wagen ist auf dem Feld. Ich bin mal gespannt, wo er das T4 hinstellen wird. Wahrscheinlich irgendwo hier in dem Bereich. Wo er den gegnerischen Fuelpunkt noch absichern kann. Ist halt ganz gut. Also Barton hat halt wirklich extrem Druck auf die beiden Fuelpunkte gemacht. Sowohl auf seinen eigenen als auch auf den des Gegners. Dadurch fehlt halt Jessalyn das Fuel, was er bräuchte eigentlich, um einen richtigen Konter gegen den Lux rauszubringen. Weil, also er kann jetzt nicht warten, bis er seinen Kali-Huber bekommt. Das würde entschieden zu lange dauern. Er hat 6 Kommandopunkte. Bräuchte noch 4. Es würde also viel, viel zu lange dauern. So, hier der Raketenwerfer muss ich jetzt ein bisschen zurückziehen. Muss aufpassen, aber kommt da eigentlich ohne weiteres raus. Hier ein Jessalyn Army Blob. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Nicht. Der Lux weiß nicht so richtig, was er machen soll. Jetzt denkt er sich mal so, okay, jetzt können wir nach vorne fahren. Muss natürlich aufpassen. Hier ist noch der Hauptmann und der kann schon ordentlich wehtun. Jessalyn könnte den Hauptmann natürlich in das Gebäude reinpacken. Würde er sehr, sehr von profitieren, aber macht er nicht. Ja, irgendwie hier habe ich mir ja gedacht. Steht aber relativ aggressiv, also wenn hier dann, also natürlich wird es vom MG abgedeckt, aber wenn zum Beispiel dann hier eine Park steht oder so, muss er aufpassen. Ist jetzt nicht die defensivste Position, würde ich jetzt sagen. Normalerweise wird das eher so hier in dem Bereich aufgestellt. Ja, die sind jetzt gepinnt, da muss er zurückziehen, kann er nichts mehr machen. So, hier läuft jetzt der Blob nach vorne in den Lux rein. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ja, die Packwitz Nachgestorben hier mittlerweile gebaut hat. Ja, er steht immer in seinem eigenen Feuer jetzt, in seiner eigenen Granate. Muss jetzt noch weiter nach vorne, er hat da 2 gebaut. Geht hier gar nichts mit. Ja, wie gesagt, Leute, mein erster Cast, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Oh, da hat er zu spät aufgepasst. Müsste er jetzt, ja, müsste einen Fuck geben. Droppt auch den Panzerschreck, wird vom Pionier glücklicherweise noch aufgenommen. Rennt jetzt auch um sein Leben. Ja, der Puma, aber der Puma hat ordentlich zu kämpfen. Jetzt sind, wie gesagt, 2 Packs auf dem Feld. Die sind zwar jetzt, sagen wir so, die schwächsten Packs im ganzen Spiel, tun aber dem Lux und dem Puma auch ganz schön weh. Also das ist dann egal, wie stark oder schwach die ist. Für die reicht's allemal. Also der Puma, ich kann verstehen, dass er ihn gebaut hat, aber bis jetzt hat er noch nicht viel reißen können. Man muss schon jetzt, ob irgendwas auf so ein T4 kommt. Er könnte... Ne, er baut einen Volksnach. Er baut den Volksnach, den er eben verloren hat. Er könnte auch jetzt auch noch einen Obersoldatentrupp bauen. Die haben beide sehr, sehr viel Ressourcen, wenn man mal guckt. 615 Manpower, über 200 Fuel, genauso wie Barton, sogar 300 Fuel mittlerweile. Und naja, okay, jetzt nicht mehr ganz so viel Manpower. Dafür aber 4 MGs, also es ist ja der reinste MG-Spin, den hier Barton macht. Aber okay, wenn Jessalyn sowas macht, dann bietet sich natürlich auch an. Dann baue ich natürlich einen MG, macht ja auch dann Spaß. So, er sollte jetzt das Feuer verändern. Nee, hat er nicht gemacht. Hat hier, glaube ich, jetzt gerade irgendeine Fähigkeit eingesetzt, genau.
zu mir irgendwie. Dass sie ein bisschen schneller laufen. Hat er gut gemacht, Jocelyn. Wenn sie nicht alle laufen, alle Einheiten, egal ob sie gepinnt sind oder nicht. Wenn ich mich irre, tut's mir leid. Auf den Hauptmann zu. Hat er also nicht schlecht gemacht zu dem Zeitpunkt. Hier wird jetzt auch das MG weggenebelt. Sollte jetzt aber hinterher rennen und also weiter kriechen und vielleicht nur eine Granate hinterher werfen, weil das bringt jetzt hier gar nichts. Ja, okay, doch, jetzt kommt hier Stuart MM20, der immer noch lebt. Matter Druck. Barton zieht sich ein bisschen zurück. Hier tobt jetzt eine richtige Schlacht. Aber Jocelyn hat trotzdem Barton ganz schön zurückgedrängt, so von der Karte. Hält jetzt eigentlich einen großen Teil der Karte, aber halt kein Fuel, das ist das Problem. Geht nicht drauf, sie hätte vielleicht auch noch eine Granate raufwerfen sollen. Macht da aber nichts, vielleicht auch nichts gesehen durch den Rauch. Weiß man nicht. Aber Jocelyn hält erstaunlich viel von der Karte. Oh, der Puma hat relativ wenig Leben. Hätte da jetzt noch was ranbekommen, eine Granate ranbekommen, dann wäre es vielleicht sogar mit ihm gewesen, aber hat die Rauchladung gezündet und ist damit nochmal rausgekommen. Ja, hier wird nochmal alles gepinnt, also das Rifleman oder das Infanteriespiel von Jocelyn gefällt mir irgendwie zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Einfach irgendwie nach vorne und hoffen, dass man mit einer Granate irgendwie dem MG-Feuer ausweichen kann. Das geht auf alle Fälle besser. T4 ist noch nicht... wo ist es denn hier? Da. Ist noch nicht gepickt worden. Muss ich natürlich auch überlegen, weil er, wie gesagt, nur relativ wenig Einkommen hat. Relativ wenig für Einkommen. Obwohl, es geht eigentlich sogar. 22. Barton hat 23. Es ist sogar noch okay. Ich denke mal, er wird jetzt versuchen, mit seinem T3 auszukommen. Und dann auf die Kalliope zu setzen. Er hat unglaublich viel Manpower. Also das verwundert mich echt, dass er die nicht einsetzt. Sollte er eigentlich machen. So, jetzt kommt hier der Angriff. Hat jetzt heldenhafter Angriff eingesetzt. Eine Fähigkeit, die man fast nie irgendwie auf dem Schlachtfeld trifft. Irgendwie wird die fast nie eingesetzt oder benutzt. Schön, dass man es jetzt hier mal sieht. Gleichzeitig aber auch kein einziger falscher Megatrupp auf dem Feld, die man sonst eigentlich fast immer sieht, wenn Leute diese Doktrin spielen. Also auf alle Fälle so von der Build-Order her und von den MGs etwas, was man jetzt nicht alltäglich sieht. Jedenfalls nicht beim OKW. Oder was ich bis jetzt noch nicht häufig gesehen habe. So, jetzt rennen sie wieder. Das MG muss sich jetzt steuerlich zurückziehen. Das eigentlich auch. Oh, da rennt sie noch rein. Oh, perfekt abgepasst. Jetzt sind die falschen Jäger da. Wollten wahrscheinlich hier die Besatzung killen. Hat nicht funktioniert. Oh, der Schuss hat wehgetan. Ja, weil sie sich immer so blobben, die Einheiten. Wisst ihr? Naja, gut. Glücklich für Jocelyn, Pech für Barton an der Stelle. Hier musste auch nochmal ganz schön viel Glück haben. Ja, sollte aber rauskommen. Ja, schafft er da hierbei. Aber das war natürlich jetzt richtig ärgerlich für ihn. Einfach mal 440 Manpower in Sand gesetzt. Für nichts. Aber gut, das kann passieren. Nach wie vor beide Fuel-Punkte unter der Kontrolle von Barton. Und jetzt, ich habe es leider verpasst, kommt die Kalliope aufs Feld und schießt auch gleich mal die Base. Trifft hier aber eigentlich fast nichts. Er hat nicht groß Schaden angerichtet. Hätte ich vielleicht eher so auf die hier gerichtet oder auf das MG, was irgendwie gerade in die falsche Richtung schaut, aber okay. Der Lux hat ein bisschen Stress oben gemacht bei dem MG im Haus. Will es aber vom Stuart und vom M20 in die Schranken bewiesen. Puma kommt jetzt zur Hilfe. Da muss ich ja Stuart wieder ein bisschen zurückziehen. Das Püppchen gibt hier nochmal ein bisschen Rückendeckung. MG-Reichweite wäre, glaube ich, vorhanden. Bin mir nicht ganz sicher, hätte er machen können auf alle Fälle. Bei den Mengen an Munition, die er hat, wäre das durchaus drin gewesen. Ja, der Lux tut sich ein bisschen schwer, das MG rauszuräumen. Jetzt macht das aber langsam, jetzt zieht sich auch Jocelyn zurück. Ja, sollte er sich zurückziehen, nichts mit grüner Deckung, einfach weg. Hier jetzt mal der Barton-Blob. Aber scheint doch recht effektiv zu sein. So, die zweite Kalliope ist auf dem Feld. Okay, also er macht jetzt wirklich Kalliopen-Spam. Müssen wir schauen, ob er damit im Late-Game irgendwie zurechtkommt oder ob das ausreichen wird. So, sie kommt jetzt. Mal gucken, wo sie hinkommt. Irgendwo hier hin. Ja. Auf die beiden MGs. Hat aber ungemeines Glück auch, dass er jetzt nicht getroffen wurde. Boah. Okay, hätte ich gerade etwas getroffen. Muss natürlich auch sagen, die stand ganz weit hinten auf Max Rage.
ist natürlich der Spread von den Raketen auch relativ hoch. Von daher ist es jetzt nicht verwunderlich, es ist jetzt nicht total verwunderlich, aber ich hätte gedacht, ein bisschen würde er schon treffen. Der Puma wieder gefressen. Also der Puma, er kommt mal wieder, schießt. Oh, jetzt könnte er sich eine Granate fangen. Kriegt er aber nicht. Wahrscheinlich, weil er eh... Doch, kriegt er. Da kommt er. Kommt aber trotzdem raus, weil jetzt kein... Also nichts Backup-mäßiges da ist. Die Park braucht zu lange. Der Stuart ist nicht richtig hinterhergekommen. Hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr mit seinen Einheiten zusammenspielen sollen. Dann hätte er vielleicht den Puma bekommen. So kommt er jedenfalls raus. Barton jetzt wieder eigentlich sehr stark auf der linken Hälfte des Schlachtfeldes. Hält er wirklich sehr viel Territorien. Und Desilin muss sich langsam überlegen, was er macht mit dem ganzen Fuel. Weil ich meine, Barton kann ja mit seinem, also das OKW kann ja mit Fuel wirklich eine ganze, ganze Menge anfangen. Ich könnte mal vorstellen, dass er vielleicht sogar auf einen Königstiger gehen wird. Ich meine, er hat alle Techs. Er hat relativ viel Fuel. Da könnte jetzt ein Königstiger irgendwann auch bald realistisch sein. Und ich sehe noch nicht, dass Desilin da ein richtiges Mittel gegen hat. So, der zieht sich jetzt zurück. Hier wieder zwei Einheiten gepinnt. Entschuldigung. Aber gut, also bei 2 MGs ist er wirklich sehr nervig. Also, Barton spielt hier, wie gesagt, 4 MGs. Das kann für den Gegner wirklich sehr, sehr ermüdend sein. Hier muss er aufpassen. Ja, wird wahrscheinlich jetzt gepinnt werden. Deswegen kommt er raus. Oh, wobei, wenn jetzt der Hauptmann jetzt einen Luckshot trifft. Ja, und ist down. Das ist sehr schade. Das war ein einziger Sturmpioniertrupp gewesen. Glaube ich auch schon bei 2 oder bei 1 gewesen. Ich habe das gar nicht genau gesehen. Das war ärgerlich. So, jetzt wird auch mal zum ersten Mal so langer Zeit mal wieder der Fuel von Barton decapped. Zu mehr wird wahrscheinlich nicht, drin sein. Lux mittlerweile schon auf Wett 3. Weiß ja nicht, was jetzt alles bringt. Auf alle Fälle wird es. Oh, jetzt sogar Wett 4. Mal jetzt auf alle Fälle schon ganz schön viel Schaden. Ja, das MG hier ist natürlich auch richtig stark. Das deckt halt die komplette Seite hier ab. Auch da oben, wie man sieht. So weit schießt das noch nicht mal kurz den Kriegs... Ah, okay, ist jetzt weg. Obwohl es eigentlich schon aus der Range war, schießt das noch. Das ist, glaube ich, so ein Bug oder, ich weiß nicht, ein Anzeigefehler. Die MGs in Häusern schießen weiter, als sie eigentlich dürften. Ja, sieht aus, als ob jetzt gerade ein MG draufgegangen wäre. Das hier wahrscheinlich, ja. Und wir sehen doch an sich, Barton verliert doch eine ganze Menge an Einheiten. Also wenn man sich mal die Einheiten, die Armeestärke von Barton ansieht, die ist doch schon ordentlich geschrumpft. Und das, obwohl er so unglaublich viel Manpower hat. Jetzt kommt nochmal ein Calliope-Angriff in die Base wieder rein. Macht aber auch nicht viel. Wahrscheinlich wollte er den Trupp hier noch abfangen. Barton aber rechtzeitig reagiert. Aber naja, sein Kampfgruppenhauptquartier ist schon unter der Hälfte an Lebenspunkten. Also muss er langsam aufpassen. Noch ein paar Salven mehr und er hat das Ding down. Vor allem, weil es auch nicht reparieren kann, weil sein Sturmpioniertrupp ist ja draufgegangen. So, die Granate hat hier nichts gemacht, hat er sehr, sehr viel Glück gehabt, Barton. Aber gut, gehört auch dazu, der Lux ist jetzt wieder am Start, sollte jetzt vielleicht nicht auf den Trupp schießen. Muss ich eigentlich nicht sorgen vor. Oh, kurz. Und da geht der Aufklärungsflieger down, die P-47. So, jetzt hier wurde gecut-offed, kriegt er jetzt noch einen Fuel, aber immer noch einen Fuel. Oh, jetzt, nee, doch, er kriegt gar keinen Fuel. Jetzt ist Jessel mal wieder am Zug und hat Barton die komplett vom Fuel gecuttet. Nimmt jetzt sogar selbst mal das Fuel ein, das ist ja wirklich das Gefühl das erste Mal im gesamten Spiel. Und hier ist der Königstiger, wie ich es gesagt hatte. Ja, und jetzt muss sich Jessel ihm was einfallen lassen, weil mit seinen beiden Kalliopen kann er halt dagegen nichts machen. Ich denke mal, die werden auch nicht mal groß Schaden machen, wenn sie Salben darauf gehen. Die beiden Packs, natürlich können die was tun, aber wie gesagt, sind die halt die schwächsten, oder die, ja, auch die schwächsten Packs im Spiel an sich. Und halt vielleicht gerade mal mit dem panzerbrechenden Treibkäfig geschossen, können sie da dem Königsjäger irgendwas anhaben. Ich bin mal gespannt, eigentlich müsste jetzt der Tech hochkommen zu einem Jackson oder zu irgendwas. Weil, ach, ich gucke mal auf den Falschen. Weil ansonsten sieht es da relativ schlecht aus. Jessalyn hat auch unglaublich viele Ressourcen, ey, das ist unglaublich. Hat aber gleichzeitig auch relativ viel auf dem Feld. Hat auch relativ wenig nur noch Income. Also vielleicht hebt er sich so quasi die Manpower ein bisschen als Puffer auf, falls er mal wieder was verlieren sollte. So, jetzt geht's wieder. Oh! Aufs MG. Ja, kommt aber wieder raus, weil er halt von sehr, sehr weit hinten schießt. Also er traut sich nicht wirklich nah ranzufahren, sodass der Spread, der Radius von den Raketen verringert wird. Noch eine. Die wahrscheinlich finishen. Aufpassen. Oh, geht in die Base rein.
Hat aber wirklich eine Menge Glück, Barton, dass da nichts drauf geht. Außer halt wahrscheinlich bald das Kampfgruppenhauptquartier. Schon glücklich an der Stelle. Ey, seht hier, die Pack hat geschossen, abgeprallt. Ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Ja, der Königsjäger wird jetzt aber eine richtig schöne Zeit haben. Er muss ihn halt jetzt nur konsequent noch ausspielen. Hier ist vielleicht ein bisschen sehr weit nach vorne gewagt. Fünf Trupp sollte aufpassen. Ja, könnte gefuckt werden. Nee, hat er Glück gehabt. Vom letzten Moment rausgekommen, das MG. So, jetzt wird wahrscheinlich die, ja, die AT-Granate geworfen. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Er hat wahrscheinlich auch die, ja, die panzerbrechende Munition drin. Schnell aus dem Radius raus. Könnte auch, hat auch die Wachsamlampe, dass er halt quasi mehr Sicht nach vorne hin hat. Hat Jason also richtig reagiert, schnell reagiert und Barton muss sich jetzt auf Eiffel zurückziehen und seinen Königsjäger reparieren. So, das ist jetzt wieder weniger schön, finde ich. Okay, jetzt kommt die Granate natürlich aufs MG rauf. Okay. Aber halt in dem Blob und dahinter der Lux, der freut sich natürlich mittlerweile auch. Ja, 21 Kills. Kommt mir gar nicht. Also Kafka hätte sogar mehr, aber wahrscheinlich macht er auch einfach Schaden und sorgt durch seine Präsenz einfach dafür, dass er mit seinen Infanterie-Blobs nicht so weit kommen wird. Aber gleichzeitig ist die Unit Preservation auf beiden Seiten auch wirklich sehr stark. Also er hat nach wie vor seinen Steward, sogar sein M20, auch wenn der gerade jetzt nur in der Gegend rumsteht. Ist ein relativ wenig Fuchs im ganzen gesamten Spiel passiert. Also von der Seite her eigentlich wirklich nicht schlecht gemacht von beiden. Und der Kampf dreht sich eigentlich hauptsächlich hier auf der, oh, auf der rechten Seite der Karte, wo ich jetzt gerade die Unit Preservation angesprochen habe. Hat er sich leider noch ein Volksradierfunk eingefangen, Barton. Und zwar noch mit 5. Das tut weh. Die Kalliope schießt jetzt wieder. Schießt. Oh, auf den Lux macht erstaunlich viel Schaden. Also ein Volltreffer von so einer Rakete. Macht, wie es aussieht, doch schon ordentlich Wumms. Hier auch nochmal eine Rakete bekommen. Gleich mehr als die Hälfte des Lebens weg. Oh, Luftangriff. Angriffsflug kommt drauf. Aber was will er jetzt damit machen? Bin ich mal gespannt. Hier kommt jetzt der Lieutenant angerannt. Legt auch das hier auf. Ah, okay. Ach, beschädigt. Okay, also es hat sogar gereicht und hat die Geschützbedingungen kaputt gemacht. Die Kalliope schießt weiter in die Basis von Barton. Wenn ich immer noch eine Salve, dann hat sich das auch erledigt. Er baut auch kein Sturmpionier nach, was mich wirklich ein bisschen wundert. Er hat jetzt eigentlich nur noch MGs und leichte Fahrzeuge, wenn man so will. Mehr ist nicht übrig geblieben, hat aber trotzdem da halt durch dieses unglaublich starke MG hier und durch das T4 noch einigermaßen gute Map-Kontrolle. Bei den VP sieht es aber schon wieder ganz anders aus. Hat sich eigentlich nicht viel getan von Anfang an des Spiels. Jesselyn immer noch sehr stark mit 404 zu 175 Punkten. Also da muss ich jetzt Barton wirklich lange was einfallen lassen, weil sonst wird Jesselyn einfach das Spiel über die Siegpunkte nach Hause bringen. Ja, okay, ich hab's nicht ein bisschen unterschätzt mit. Ne, wobei nicht mal. Er hat nicht mal drin. Die machen doch schon ganz guten Schaden gegen die Frontpanzerung auch des Königstigers. Wundert mich ein bisschen. Ah, die Frontpanzerung, also die Panzerung des Königstigers wurde ja auch schon mal genervt, von daher. Vielleicht dann nicht ganz verwunderlich. Hier steht jetzt der Puma, der will jetzt wahrscheinlich irgendwie Jagd auf die Kalliope machen oder auf den Krankenwagen. Ja. Sehr gut, schön rausgekommen. Sollte ich sofort wieder zurückziehen, weil da kann er jetzt eigentlich nichts machen. Macht er auch. Währenddessen kommt jetzt nochmal die Kalliope. Schießt. Kriegt sie es down. Ja. Das Kampfgruppenhauptquartier ist down. Und das ist jetzt natürlich ein Problem für Barton, weil seine Einheiten jetzt nicht mehr geheilt werden. Und ihr seht, hier das Püppchen. Das MG sind ganz schön lowlife. Andererseits vielleicht auch nicht ganz so tragisch, weil er ja fast eh keine Infanteristen mehr hat. Ah gut, freut er sich bestimmt so rum. Jetzt ein bisschen überenthusiastisch vom Steward reingefahren. Oh, okay, das Püppchen wurde jetzt aber gekühlt. Von daher hat er nochmal Glück gehabt, ist nochmal rausgekommen. Es sieht alles in allem nicht wirklich sehr gut für Barton aus. Also die Armee von Jason ist schon sehr bemerkenswert. Hat auch einen guten Mix an Einheiten, MGs, Packs, ja, Panzer. Panzer mangelt es ein bisschen, dafür hat die Kalliopen und gute Infanteristen. Auch mit hohen Wertstufen. Währenddessen hat Barton eigentlich nur, wie gesagt, MGs und Panzer oder leichte Fahrzeuge.
Und die sind auch nicht mehr bei allerbester Gesundheit, die leichten Fahrzeuge. Jetzt hier nochmal einen falschen Megatrupp. Mal gucken, ob der jetzt irgendwas kann. Nö. Muss hier sogar aufpassen, dass er nicht sogar jetzt noch gefuckt wird. Ja, er hätte... Ja, Glück gehabt. Er hätte hier die Fahrzeuge priorisieren, rausnehmen sollen. Oder nur Fahrzeuge schießen, rausnehmen sollen. Dann wäre es vielleicht sogar aus dem Fuck geworden. Suchen wir mal weg. Barton bleibt konsequent. Boah, das ist eine Stuka. Das finde ich ja interessant. Eine Stuka. Ich meine, was will er jetzt mit der Stuka machen? Okay, also Jason hat viel Infanterie. Jetzt schießt sie auch. Mal gucken, was sie jetzt erreichen wird. Ja, die Crew jetzt die Wett-3-Pack. Ganz okay. Er hat jetzt 4 Einheiten getötet. Aber die Sache ist, er kann halt gegen die Kalliope mit der Stuka nichts machen. Die wird eine Kalliope nicht töten. Denke ich mal, also würde mich auf alle Fälle stark wundern. Hier festgesetzt, sollte er zurückziehen, er hat kein Heal mehr, er kann sich nicht mehr Schaden auf seinen Einheiten leisten. Also das finde ich ja wirklich interessant, dass da die Stuka zu Fuß kam. So, die Kalliope schießt jetzt auch wieder. Zwei, beide schießen. Nehmen die Basis von Barton und nachgibt wieder Beschluss, ja. Haut jetzt auch noch die, falsche Mega weg. Das sieht gar nicht gut aus für Barton. Die Base-Verteidigung ist mittlerweile auch hin. Hier jetzt wieder ein Wett 4 oder was war das? War Wett 4 MG oder Wett 3 MG. Die Crude. Alles nicht. Also das ist eigentlich, das sieht eigentlich schon sehr, sehr nach einem Sieg für Jezzelin aus. Ich frage mich echt, wie Barton da jetzt zurückkommen will. Oh, Hauptgeschütz zerstört. Beim Königssieg hat auch noch wenig Leben. Wenn er jetzt noch ein bisschen nachsetzen würde, Base MG ist ja auch nicht mehr da. Könnte er es eigentlich schaffen. Lux ist noch da. Also er. Barton hat noch alle seine Einheiten, seine Fahrzeuge, aber die sind halt alle mehr oder weniger nutzlos oder sehr stark beschädigt. So, es sollte er eigentlich. Eigentlich sollte das sterben. Das stand so lange drin. Boah, kommt das noch raus? Nee, ich wollte sagen, es stirbt. So, der Puma noch im allerletzten Moment rausgekommen, mit Rauch auch nur. Kommt jetzt die Schuke? Nee, wäre frei, wäre wieder ready, setzt aber nicht ein. Okay, er ist mit beiden rausgegangen. Frage ich mich, wieso? Vor was fürchtet er sich denn? Eigentlich vor gar nichts. Ne, den Move verstehe ich nicht. Es geht auch wieder rein. Aufklärungsflug kommt, damit er Ziele für die beiden Kalliopen ausfindig machen kann. Schöner Wert 5 Fox Grenadier ist halt die Frage, was der jetzt hier noch groß erreichen wird. So. Das schießt er. Direkt auf den Königssieger. Hat er wahrscheinlich nicht wegbewegt, hätte er nicht mehr machen sollen. Bisschen spät, wieder sehr glücklich und oh, es könnte aber auch den Puma erwischen. Hier auch jetzt nächste Flakstellung, Base-Flakstellung, Dekrut. Ganz, ganz knapp. Aber der Königssieger ist auch wieder mittlerweile wieder fertig. Also OKW, die reparieren echt so schnell, die Jungs. Immer echt verwunderlich. So, die sollte er jetzt kaputt machen, die Pack, genau. Schießt auch drauf, sehr gut. Ein starker Schuss des Königstigers. Sollte er jetzt auch wieder zurückschicken, ein bisschen zu spät reagiert. Ja, da kommt die Quittung, da wird das MG decrewed. Jetzt versucht er hier wieder den Punkt einzunehmen. Diesmal mit Rauchdeckung, damit das Flak-MG nicht, Flak-Half-Track nicht auf ihn schießen kann. Auf alle Fälle nicht schlecht, muss aber aufpassen, wenn jetzt hier gleich irgendwie der Lux kommt oder so, muss er sich ganz schnell zurückziehen. Oh, das M20 hält eine ganze Menge aus, hat aber auch die Panzerschürzen, von daher ein bisschen, hält er natürlich ein bisschen mehr aus. Aber trotzdem riskant gewesen, nur frontal reinzufahren, wenn man weiß, dass der Königssieger hinten steht. Würde ich nicht unbedingt machen. Aber gut, hat er geklappt. Der Lux freut sich hier fröhlich über seinen Infanteristen. Hat auch gerade die Pack-Dekrut. Sehr, sehr gut, sehr, sehr glücklich. Mittlerweile hat aber Jason auch das Püppchen von Barton in Beschlag genommen. Kommt aber wieder raus. Mittlerweile 31 Kills. Also den Lux macht wirklich eine sehr gute Arbeit. Spielt auch sehr gut. Hier ist mittlerweile das Gebäude kaputt gegangen. Hätte mich mal interessiert. Habe ich leider nicht gesehen, ob dabei das MG drauf gegangen ist. Ich vermute mal, weil nur noch 2 MGs, kann es aber nicht genau sagen. Lux kommt jetzt wieder, Puma
kommt zur Verteidigung herbei. Nee, doch nicht. Fährt einfach wieder zurück. Der Punkt ist angenommen. Vielleicht war es auch das MG, was da drin stand. Kann natürlich sein. Weiß ich nicht genau. Und irgendwie die P-47, diese Aufklärungsflug, Ding stützt gern mal, aber ich das Gefühl. Jetzt zieht der P-47 in die Base nämlich an, ja. Hat bald auch sogar mal das mechanisierte Regimentshauptquartier down. Also dann ist auch nicht mehr mit schneller Reparaturbahn. Oh, und ist jetzt sogar down gegangen. Also sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus. Hier jetzt der Schockschuss von Stuart. Ja, wird er noch einmal schießen können? Ja, kann. Ist immer noch in Reichweite. Er merkt's nicht. Ups, ich bin irgendwie gerade weg. Noch einmal schießen. Er sollte es eigentlich schaffen. Ja, und das ist zu weit weg. Da hat Jessalyn gepennt. Okay. Ja, das. Da hat wiederum Barton gepennt. Viel zu wahr rangefahren. Hat die Panzerabwehrkanonen von Jessalyn komplett vergessen. Zum ist jetzt die Stuka auch weg. Hat das nicht wirklich viel gebracht. Irgendwie vier Abschüsse, was sie doch immer hatte. Bin ich jetzt nicht so von begeistert. Stuart jetzt auch schon wieder ganz schön viel Schaden. Der Lux hat jetzt einen Motorschaden, das könnte jetzt böse werden. Ja, wobei die Packs sind down, jetzt sofort auf die andere Pack, ja genau. Ja, ja, ja. Die Kuhn und mit dem Tiger gleich kaputt schießen, damit er ja nicht mehr machen kann. Sehr guter Angriff hier, erstaunlich gut, sehr, sehr gut gemacht. Beide Packs gut, das ist natürlich jetzt wirklich richtig schlecht für Jessalyn. Hier der Puma nimmt jetzt den M20 auseinander, gibt doch gar keine Gegenwehr, doch, er schlägt jetzt aus. Ja, das hat er sehr gut gemacht. Jetzt könnt ihr ihn auch kriegen. Jetzt müsste jetzt der Rauch kommt. Aber sollte eigentlich trotzdem noch drauf gehen. Hier, der Hauptmann ist auch hinterher. Ja, und da ist er down. Aber zum Eisen ein richtig starkes Comeback von Barton. Das hat er alles zerstört. Er hat beide Packs zerstört. Er hat... Nee, er hat jetzt zwar keinen Kalihupe zerstört, aber dafür den Stuart. Der Stuart ist draufgegangen, der M20 ist draufgegangen. Und er hat jetzt wieder alle drei Kommandoposten. Okay, wahrscheinlich verliert er ihn oben gleich wieder, aber trotzdem... Sehr, sehr stark von Barton. Wirklich sehr, sehr stark. Und das bei 65 zu 365 VPs gegen Barton. Ja, es kam wirklich in allerletzter Sekunde dieser Befreiungsschlag von ihm. Aber hat gut funktioniert. Der Kaliopenschuss ging auch vollkommen daneben. Panzer 4 wird jetzt nachgebaut. Ich bin mal... Woher nimmt er den Panzer 4? Ach ja, klar, Blödsinn. Da steht ja noch das T4. Wird jetzt nachgebaut, wird jetzt ein Panzer 4 gebaut. Eigentlich nicht schlecht, weil Königstiger, der kann halt was gegen die Panzer machen, während der Panzer 4, ja, der Lux lebt sogar noch, der Panzer 4 halt auch wirklich gut gegen Infanterie sein könnte. Das ist wirklich der perfekte Allround-Panzer. Kann er in den Flanken immer schön Stress machen. Also von daher keine schlechte Wahl hier von Barton. Oh, oh, Jason hat 534 Fuel. Kann er sich aber von nichts kaufen, weil er, glaube ich, immer noch nicht getaggt hat. Er hat immer noch nicht den Major getaggt. Also kann er sich weiter nur Calliope holen und die können halt jetzt immer weniger tun. Sollte sich... Ja, okay, er hat gerade das MG wieder eingenommen. Und schon sieht es doch wieder ganz schön gut für Barton und weniger gut für Jessalyn aus. Er hätte zwar wieder 2 Punkte. Muss einfach jetzt einfach hoffen, dass er jetzt... auf Siegpunkte spielt und einfach ihn Barton runterhaut, bevor der jetzt irgendwie wieder ein großes Comeback machen kann. Aber es wird halt für Jessalyn immer schwerer, weil er hat keine richtige Anti-Tank. Er baut jetzt wieder drei Panzerabwehrkanonen nach. Ob die halt reichen, müssen wir sehen. Okay, doch, der Panzerfick ist relativ viel Schaden ab. Der Hauptmann macht jetzt halt auch ordentlich viel Damage. So, die Packs werden gedreht. Da muss das Panzer aufpassen, dass er gleich wieder drauf geht, sein frisch gebauter Panzer 4. Nee, prallt ab. Ja, dann Zeit wird jetzt hier vom Lux die Mitte langsam wieder zurückgedrängt. Steht hier ganz gut, außerhalb der Sichtweite. Der Königsjahr fährt jetzt vor. Muss aber bei 3 Packs, die jetzt gleich da sind, und dem Hauptmann doch ein bisschen aufpassen. Da kann er nicht ganz blauäugig reinfahren. Frisst auch ordentlich Schaden, obwohl keine panzerbrechenden Geschosse abgetriebiert wurden. Kalliope schießt in die Mitte. Ah, ist aber wieder zu weit weg. Ah, wobei... Der 2MG könnte die Crew werden. Müsste die Crew werden. Ja. Der gepinnte Lieutenant übernimmt dann den Rest. Auch hier fast wieder. Also, jetzt zu sagen, dass die Kalliopen Geister bringen, wäre vielleicht untertrieben. Die machen noch ordentlich Schaden. Aber auf lange Sicht wird er halt ein Problem haben mit den Panzern, die Barton aufs Feld bringen. Wenn er nicht selber irgendwie mal
Panzerjäger bringt oder so. Ich weiß halt nicht, ob die Packs eine ausreichen werden. Sind jetzt beide im Gegensatz zu davor, also okay, Manpower, Fuel nach wie vor unglaublich viel vorhanden bei Jezzelin. Barton hat aber gerade ein bisschen mit seiner Manpower zu kämpfen. Beide halt nur noch sehr, sehr wenig Manpower, die sie bekommen. Also der Bleed wirkt langsam bei beiden. Aber halt bei Jezzelin umso mehr, weil er Amerikaner ist. Amerikaner leiden unter dem Manpower-Bleed um einiges mehr als andere Fraktionen. So, hier ist die M20. Die M20 Fahrzeugbesatzung, die hier mit der Bazooka Jagd auf den Panzer 4 macht, fährt aber jetzt raus, kein Problem. Der Königsjäger meldet sich hier zu Wort. Dagegen kann die kleine Panzerbesatzung dann auch nichts machen. Pack steht aber bereit, naja, nicht wirklich bereit. Wahrscheinlich, wenn sie sich aufgestellt hat, ist der Königsjäger auch schon wieder raus, ja. Ja, der Pack geht hier auch gleich. Sehr gut. Schickt ja zwei Fliegen an der Klappe, kappt den Punkt und repariert auch gleich noch den Lux. Hier wieder zu viel gebloppt. Er hätte einfach hier außen lang gehen sollen. Vielleicht einfach das ist einfach uninspiriert. Jetzt kommt ja wieder die Granate wahrscheinlich. Nee, kommt nicht mal. Calliope schießt wieder. Ja, es ist die kaputt da in der Mitte. Hätte er vielleicht mal zurückschicken sollen. Ah gut, hier steht schon das nächste MG und wartet auf ihn. So, jetzt wieder drei Sterne für Barton. Und der Ticker tickt jetzt gegen Jezzelin. Der sich langsam echt Sorgen machen müsste. Also von den Siegpunkten ist noch nicht so sehr Barton. Aber halt von der Kampfkraft sollte er sich langsam mal Gedanken machen. Oh, der Panzer 4 muss aufpassen. Hier ist jetzt die Panzerbrechende geschossen drauf auf beiden. Oh, ja. Panzer 4 ist down. Bisschen schade, hätte er mehr draus machen können. Aber der Königsjäger fällt jetzt sehr schön in die Flanke. Hier muss er sich zurückziehen. Pack ist gedreht. Oh, Triebwerk geschädigt. Das geht relativ schnell bei dem Königsjäger, finde ich ein bisschen verwunderlich. Muss jetzt aufpassen. Aber hat schon ordentlich viel Schaden gemacht. Wieder eine Pack, die Crew hier und zerstört worden. Oh! Und der P-47 fliegt direkt in die Base von Jezzelin rein. Glück gehabt, dass er nicht irgendwie weiter vorne abgestürzt ist. Ich habe das Gefühl, die ganzen Besitzungen sind extrem gut da drin, die ganzen Flugzeuge, also die ganzen amerikanischen Flugzeuge runterzuschießen. Der P-47 ist schon mehrmals runtergekommen, jetzt auch der Angriffsflug, der P-47-Angriffsflug, die hält sich nicht so lange in der Luft, habe ich das Gefühl. Jezzelin nimmt jetzt den oberen Punkt ein wieder. Muss ja langsam wirklich darum kümmern, dass er jetzt einfach Barton schnell runterhaut, bevor der jetzt irgendwie wieder ein Comeback starten kann, was er eigentlich schon geschafft hat. Eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, dass Jezzelin ihn irgendwie in seiner eigenen Base hatte, alle Gebäude mehr oder weniger zerstört hat, jetzt bis auf das Tier 4. Und dass Barton trotzdem geschafft hat, nochmal zurückzukommen durch einen Angriff, wo er beide Packs zerstört hat. So, jetzt schießt wieder die Calliope in die Mitte, aber wie gesagt, Max Range oder auf hohe Reichweite hat, muss sich das MG eigentlich keine wirklichen Sorgen machen, wenn es nicht rechtzeitig zurückzieht. Hier könnte er sich einen Schritt weiter nach vorne aufstellen, theoretisch, und könnte dann auch den Punkt annehmen. Wollte er vielleicht machen, hat sich vielleicht blöd aufgestellt, man weiß es nicht. Oh. Jetzt muss ich zurückziehen, ja. Weil der Gunner weggeschossen wurde. Das hätte dann der Trupp locker geschafft. Ist wieder ein, aber der Königsjäger schießt mit einem Schuss gleich zwei Einheiten weg. Sollte, ja, sollte wegrennen, weil der nächste Schuss könnte potenziell tödlich sein. Ist tödlich, wow! Was für ein Schuss, ey. Haut sie nochmal auf den Retreat-Part weg, beide Truppen, ey. 46 Abschüsse für den Königsjäger. Das tut wie viel zerstörte Fahrzeuge. Der hat sich jetzt mal richtig gelohnt. Hier sollte er vielleicht mal drinstehen. Ah, es wird halt immer schwerer für Jezzelin. Nur noch, mittlerweile noch eine Pack. Und er weigert sich einfach, den Punkt hier oben eins, den Major freizuschalten und zu bauen. Meinen Augen ein Fehler, aber gut, er muss es wissen. 724 für mittlerweile. Ja, Barton hält nach wie vor, also eigentlich wieder alle Victory-Punkte. Und ich denke mal, das würde jetzt einfach die Wendung werden. Jetzt zieht die Calliope mal auf Close Range. Gleich viel präziser, aber trotzdem, das MG überlebt alles. Wahrscheinlich, weil hier auf ein paar Raketen reinfliegen.
Infanterietrupp trotzdem verloren. Oh, da muss er aufpassen. Das ist blöd. Da hat er sich einfach verklickt. Den hat jetzt einfach gerade in den Tod geschickt. Jetzt hat Bartmine noch sehr, sehr wenig Einheiten. Er hat einen Infanterietrupp verloren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo und welcher das war. Aber ich habe vielleicht wieder ein MG oder einen Fox-Nadier-Trupp. Ich habe es ja nicht gesehen. Also noch sehr, sehr wenig Einheiten, aber halt diesen unglaublich starken Königstiger. Und Chessin hat, wie gesagt, nur noch eine Pack, die dagegen irgendwas ausrichten könnte. Und vielleicht noch der Hauptmann. Das wird trotzdem schwer. Jetzt wird der Sturmpionier nachgebaut. So richtig so, er braucht einfach die Reparaturfähigkeit. Weil das ist so sein größtes Ass, was Barton jetzt hat. Und wenn das drauf geht und nicht einsatzbereit ist, dann steckt er richtig in der Patsche. So, Motorblot ist dran. Hat er vielleicht ein bisschen zu viel gewollt, aber sonst mit dem Kriegstiger nie allein nach vorne fahren, vor allem auch nicht ohne Vision, ist eigentlich auch eine schlechte Idee. Weil wenn der einmal Motorschaden hat, ist der relativ leicht umrannt. Noch dementsprechend schnell down. So, zurückziehen, genau. Ah, kommt nochmal so ein Lackschuss? Nee. Diesmal trifft er nicht. Das sind also nach wie vor beide seine Kalliopen. Mittlerweile wird 2, beide und 27 Abschüsse und 31 Abschüsse. Insgesamt also 58 Abschüsse. Das ist auf alle Fälle nicht schlecht. Damit kann man leben. Aber wie gesagt, ich bin. Hab so das Gefühl, dass er einfach keine Antwort auf die Panzer finden wird. Okay, er hat, glaube ich. Nee, er baut 2. Okay, er hat einen schon gebaut, der zweite kommt nach. Könnt ihr nochmal überlegen, vielleicht nochmal nachzutecken, also T3 zu bauen für noch mehr Reparaturfähigkeit. So, hier wird jetzt die Pack nicht decrewed, obwohl sie nur noch Zipfelleben hatte. Hätte ich gedacht, die würde eigentlich vielleicht noch eine Sekunde mehr, wäre sie decrewed gewesen, aber er will einfach seine Truppe nicht verlieren. Er hat schon zu viele Einheiten verloren, warten. Kalliope schießt jetzt auf das Haus nicht, Mann, ja. Aber das Haus ist massiv, macht schon ordentlich viel Schaden, das darf man unterschätzen. Oh, wow, da fahren sie das gewaltig aus, ey. Das ist mein Oh! Fuck. Okay, von 2 auf 0 sofort weg. Wahrscheinlich so eine Granate glücklich, in der Rakete glücklich ins Haus reingeflogen. Pech für Barton an der Stelle. Er hätte sich aber früher zurückziehen müssen. Also er hätte einfach rausgehen sollen, dahinter stellen müssen. Dann wäre das auch nicht passiert. Mittlerweile hat Jason auch noch 150 VP übrig. Also mittlerweile muss ich auch Jason Gedanken machen, dass er langsam mal hier das Spiel beendet, weil sonst, denke ich mal, wird das ein Sieg für Barton werden. Und Barton kann sich echt glücklich schätzen, er hat da wirklich auch gut gemacht, muss man wirklich sagen, aus der Base hinaus quasi dann nochmal so ein Comeback zu starten und jetzt quasi selbst das Ruder in der Hand zu haben, das schafft nicht jeder, finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auch dieses knapp 50 Abschüsse, ich denke mal gleich wird der 50. Abschuss dann kommen, wenn die hier angreifen. Tun sie aber nicht, okay? Wirklich sehr, sehr gut den Lux angegriffen von Barton. Perfekt eigentlich. 50 Abschüsse darfst du so einem kleinen Panzer eigentlich nicht überlassen. Hat immer schön an den Flanken genervt. Immer wieder rechtzeitig rausgezogen, hat er sehr, sehr gut gemacht. Hier, mit einem Schuss einfach den kompletten Hauptmann fast ausgeschaltet. Das ist halt die Macht des Königsjägers, ne? So, jetzt hier nochmal der verzweifelte Versuch vom Etappentrupp einsetzen, sieht aber, da ist gar kein Land zu gewinnen und zieht sich auch sofort wieder zurück. Ich denke mal, jetzt wird sich Jason nochmal für einen finalen Angriff bereit machen. Und hoffen, dass er dadurch nochmal die Überhand gewinnt und ansonsten wird es sicher nicht gewesen sein. Kalliope schießt nochmal. MG kommt wieder raus. Jetzt wird auch eine Pack nachgebaut. Kalliope schießt nochmal. Oh, und da wurde jetzt nochmal ein Sturmpionier ausgeschaltet. Ärgerlich, ärgerlich. Wird 2 auf der Pack. Schießt aber, macht jetzt nicht so viel Schaden. Barton juckt es auch irgendwie gar nicht. Doch, stelle ich einfach den Gang verwechselt. Jetzt wieder im Rückwärtsgang. Boah. Schießt Level auch ganz schön schnell, ne? Schnell hintereinander. Muss jetzt wieder zurückziehen. Wie gesagt, ich wäre jetzt dafür irgendwie, vielleicht nochmal ein T3 nachzuspielen. Wäre keine schlechte Idee an Bartons Stelle, aber gut. Muss er gucken, vielleicht will er einfach alles, was er noch hat. Wow, was hat er denn da gemacht? Knapp an den Wäldern vorbeigeflogen, drüber weggeflogen. Wahrscheinlich will er seine restliche
seine restlichen Ressourcen ja in weitere Infanterie stecken. So, sofort wieder abgeschossen. Das ist doch irgendwie komisch, ne? Also entweder der hat wirklich eine richtig, richtig gute Maschinengewehrbesetzung oder die können irgendwie nicht richtig fliegen, die P-47er. So, der Lux, mittlerweile seinen 50. Abschuss gemacht. Juhu. So, Jesselyn versucht nochmal hier oben alles, um diesen einen Punkt links zu halten. Naja, er halt auch in der Mitte. Er möchte es einfach zu Ende bringen und Barton runterhauen. Von den VPs her. Barton kann sich aber an dem Gebäude festsetzen und wird jetzt wahrscheinlich hier ganz gut gegenhalten können. Vor allem jetzt auch gleich auch der... Ne, der Lux kommt hier nicht. Hat auch irgendwie, irgendwas abbekommen. Den möchte ich jetzt natürlich auch nicht verlieren. Er will jetzt auch nicht irgendwie wasten und versuchen, dann irgendwas zu reißen. Er möchte quasi das Ding behalten. Ist auch richtig so, wenn man bedenkt, dass hier eine Pack steht und nochmal diese Besatzung hier, die jetzt gerade vom Königssieger ordentlich zusammengeschossen wird. Richtige Entscheidung hier. So, jetzt mal ganz schnell weg für euch. Ah, das Turm-MG. Nein. Schafft das nicht mehr. Aber das ist halt zu wenig. Er kann halt wirklich nicht lang genug halten. Jetzt nimmt halt Barton den Punkt wieder ein. Hat jetzt gerade mal vielleicht 10 VP runtergehauen. Das wird auf alle Fälle nicht leicht. Also Jesselyn macht das gut, keine Frage. Er hält immer noch, obwohl er kein richtiges Mittel gegen den Königssieger hat. 2 oder mindestens eine VP. Das macht er schon nicht schlecht. Das könnte auch ein richtig knappes Match werden. Oh, jetzt muss der Königssieger hier aufpassen. Oh, Pack einfach frontal weggeschossen. Keine Chance dafür, für die Pack hier. So. Du solltest jetzt vielleicht wieder den Führpunkt einnehmen. Die Calliope schießt. Hat aber auch immer weniger Ziel, auf was sie schießen könnte, weil einfach Barton fast keine Einheiten mehr hat. Auf die es sich lohnen würde zu schießen. Von daher, die Calliopen sieht man immer weniger schießen. Oh, quasi fast noch genau dieselbe Anzahl an Kills, die sie vorhin schon hatten. Gut, Barton irgendwie, dem ist jetzt sein Führer egal. Jetzt kommt nochmal ein Vorstoß in der Mitte von Jesselyn. Calliope schießt aufs Hauptquartier. Naja, ob er das jetzt runterbekommt, das hält nochmal ordentlich mehr aus als die anderen Hauptquartiere. Ja, ja. Ein bisschen was, ne? Gut. Barton hält jetzt wieder 2 Punkte. Das ist natürlich überhaupt nicht erfreulich für Jesselyn. Jetzt wird er endlich mal flankiert. Sehr schön, freut mich. Jetzt kommt die Granate. Soll jetzt hier rumlaufen? Oder ja, okay, noch da rumlaufen, ist okay. Muss ich jetzt zurückziehen? Hat er auch irgendwie überhaupt nicht gecheckt. Wundert mich ein bisschen. Muss ich aber gleich wieder zurückziehen, weil der Nyx guckt böse und die Infanteristen müssen sich sofort zurückziehen. Ja. Also natürlich. Barton hält keine 3 von 3 Punkten, sondern nur 2 von 3. Aber es reicht halt aus. Und mittlerweile ist Jesselyn, glaube ich, von 400 Punkten oder von 350 auf 80 Punkte runtergerutscht. Also wenn, ich denke mal, hier wird jetzt bald der finale Showdown kommen, dann wird wahrscheinlich nochmal jeder alles reinwerfen, was er hat. Und der Gewinner davon wird dann wahrscheinlich auch der Gewinner des Matches sein. So, die Calliope schießt jetzt nochmal auf den linken Punkt hier, aufs T4 rauf. Vielleicht das einzige Ziel, was jetzt irgendwie noch irgendwie, ja nicht erschwinglich, aber sinnvoll ist. So, 2 Panzer 4 jetzt auf dem Feld, habe ich irgendwie auch ein bisschen verschlafen. Kann eigentlich immer an den Seiten immer schön noch Druck machen. Vielleicht auch mal irgendwie in die Flanke, also mal flankieren und versuchen eine Calliope rauszunehmen. Das könnte er jetzt mittlerweile erlauben, glaube ich. So, 3 Packs mittlerweile wieder von Jesselyn. Die eine sogar mit Wert 3. Aber in der Mitte halt, also in der Mitte hält er sich natürlich. Vielleicht will er jetzt in der Mitte versuchen, sich irgendwie an die Seiten hinzuarbeiten, aber... Ja. Wie ich es mir gedacht habe, jetzt kommen mal die Panzer 4 nach vorne und versuchen, den Calliopen auf die Pelle zu rücken. Umfahren hier die Packs. Sollte vielleicht mit seinem Königssieg jetzt auch nachfahren. Ne, okay, er überlegt sich, er entscheidet sich jetzt eher die Packs rauszunehmen. Ist auch nicht auch die richtige Entscheidung hierbei. Schön, die Packs, die standen sehr nah beieinander. Hat er nicht gut positioniert gehabt, Jesselyn.
So, und jetzt ist eigentlich freie Fahrt. Noch eine Pack, die wird auch gleich die cool sein. Der Panzer, nein! Der Lux, der soll nicht sterben. Er sollte jetzt vorher darauf setzen, einfach nur um Daten zu ärgern. Hatte aber sehr, sehr viel Glück, kommt noch raus. So, bewegt die Sachen, Tiger, komm hinterher. Er hat nichts mehr, was er gegen dich aufwenden könnte. So, mit einem Mann wird jetzt hier noch gekappt. Verzweifelter Versuch. Kann sogar noch funktionieren. So, jetzt hier wird alles zusammengeschossen. Er will aber nicht zurückziehen, er will jetzt zu Ende bringen. Er will jetzt einfach auf den Punkten stehen bleiben. Und so lang wie möglich den Punkt halten. Verliert es dementsprechend auch alles. So, hier kam jetzt Artillerie runter. Ah ja, die Kalliope hat geschossen. So, hier wird der Trupp jetzt auch nochmal vernichtet. Oh, er hat ihn nicht bekommen. Das hätte es vielleicht noch gebracht. Das wäre es vielleicht noch gewesen. Eine Sekunde länger. So, die Kalliopen werden jetzt auch auseinandergenommen. Das, der Krankenwagen ebenso. Jason hat so gut wie keine Einheiten mehr auf dem Feld. Eigentlich fast keine Einheiten mehr da. Der Königstiger fast tot, aber halt auch nur fast. Eine Pack ist wieder auf dem Feld. Er könnte es mal gefährlich werden, wenn sich der Königstiger blöd positioniert. Könnte der sogar nochmal sterben in dem Spiel. Ja, nee, wird er aber nicht mehr. Der hat er wahrscheinlich den Braten gerochen. Fällt wieder zurück, ist er wirklich sehr, sehr down. 76 Abschlüsse mittlerweile. Wirklich ein überragendes Spiel der Panzer hier. Hier kommt das GG von Jezelin und Barton und Jezelin hat aufgegeben. Sieg für Barton hier. Wirklich ein klasse Spiel, ein klasse Comeback von Barton hier. Also am Anfang habe ich gedacht, das ist sehr, sehr statisch das Spiel. Sehr viel in den Gebäuden abgekämmt. Aber dann dieses Comeback von Barton, wirklich große, große Klasse hierbei, muss man sagen. Gratulation hier an Barton. Auch wirklich auch gut gespielt von Jezelin. Hat vielleicht, also meiner Meinung nach, war der größte Fehler von ihm, dass er nur sich auf seine Kalliopen und auf seine Panzerabwehrkanonen verlassen hat. Er hätte vielleicht noch ein paar Panzer nachbauen sollen, einen Major bauen sollen, einen T4 bauen sollen. Dann hätte es vielleicht noch ein bisschen anders ausgesehen. Aber trotzdem, gutes Spiel von beiden hier. Ja, GG würde ich meinen. Auch sehr, sehr knapp mit den VPs. Ja, das war es jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, war mein allererstes Replay-Cast. Also bitte geht nicht zu hart mit mir ins Gericht. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da und abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ja, und lasst mir, schreibt mir doch konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Aber mit dem Fokus bitte auf konstruktiv und nicht, über Scheiße, weil du Scheiße bist. Würde mich auf alle Fälle sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Ja, und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.